Hallo Freunde, Tag 3 oder 4, keine Ahnung, heute ist der Samstag. Und, das zweite Match. Und dann gehen wir mal draußen ins Cockpit. Gucken wir mal, ob wir wieder Fischerboote kommen, um Hallo zu sagen. Die kommen gern ganz plötzlich und winken dann und schreien und dann, ja, das ist so immer die Routine, Rundumblick. Gut. Freie Fahrt für freien Adam oder wie auch immer. So frei ist er, dass er ganz arg abhängig ist vom Wind. 6,8 Knoten. Daraus resultierende Fahrt 3,5, 3,6 Knoten Wind. Wixen fährt mit allem, was es gibt, das Major vorwärts kommen in diesem tappischen Indischen Ozean. Mit voller Fock, mit voller Kutesegel und an alles, was es hauptsächlich gibt. Ja, Ordnung zu halten ist nicht so meins, weil es alle halbe Stunde verändert werden muss, weil der Wind ja ständig dreht. Aber ich bin ja froh, dass er da ist. Ich will ja nicht meckern. Wer weiß, besser so wie dann 30 Knoten, ja, und alle 10 Minuten ein Stoßgebet, ja, das ist, es gibt genug Wasser, es gibt genug Bier und Essen an Bord. Von mir aus kann ich noch 2 Wochen oder 3 Wochen noch Richtung Djibouti fahren. Hauptsache ein bisschen Wind, das Ding läuft vorwärts und die Segel, die flappen da drum. Ja. Alles gut, alles gut. Ich will mich nicht beschweren. So. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum Eigentlichen, wie ich an Bord kommuniziere. Das heißt, man will ja nicht ganz von der Welt abgeschnitten sein, so dass dann Mutter, Vater, Schwester, Judith, vielleicht Adam und noch ein paar Leute dann ab und zu mal ein Lebenszeichen von mir bekommen. Und dann natürlich auch Segelfreunde, die auch irgendwo hier in der Gegend sind. Ich sehe sie jetzt zwar nicht, aber ich höre sie auf dem Funkgerät. Wir haben regelmäßig Kontakt. Per Funk, Kanal 1,6, normal, und dann 0,6, was dann relativ schwächer ist, aber trotzdem, sie sind alle irgendwie unweit und dann passt es. Ansonsten können wir ja noch mit der Technik von gestern heute auch noch relativ gut kommuniziert, die zeige ich euch jetzt. So, Gimmick Nummer 1 ist hier das Garmin InReach Mini. Es funktioniert mit dem Iridium-Netz. Man kann SMS empfangen und schreiben, so kommuniziere ich am liebsten mit der Judith und mit meiner Familie. Man kann auch das Wetter abrufen auf der gewünschten Position überall auf der Welt und natürlich da, wo man ist. Und ist relativ zuverlässig. Verbraucht nicht viel Strom, ist überall einsteckbar und man kann es auch, wenn das Ding absäuft, mit in die Rettungsinsel mitnehmen und von dort dann weiter um Hilfe rufen. Also das ist, kostet so um die 350 Euro plus 40 Euro im Monat. Und damit kann man natürlich die Position der Wichsen dann von zu Hause bequem aus verfolgen. Das ist einmal das. Das ist sehr modern. Bin froh, dass ich es habe. Dann geht es weiter. Dann gibt es natürlich hier das Funkgerät mit DSC und Transponder und was ist was. Ich sag jetzt mal, sorry fürs Gewackel. Hallo, hallo, All Station, Vixen calling.
mal gucken, ob sich jemand meldet. Aber meistens nicht, weil sie genau wissen, dass ich jetzt Unfug treibe. Ja. Also es ist so um 14 Uhr, Lokalzeit. Ist meistens, wenn man dann seine tägliche Position an die gewissen Stellen weggeschickt hat, dann hat man ein bisschen Freizeit. Was mache ich denn jetzt mit dem Telefon? Und dann, ja, dann macht man sowas. Ja, unsere Strombilanz sieht so aus. Wir werden geladen mit, was sind das, 4 Ampere, mehr oder weniger. Der Kühlschrank läuft und alles andere läuft auch. Gut. Was soll ich noch zeigen? Ja, die Spannung und so. Aber ich wollte eigentlich zum Wesentlichen, ja. So, und dann kommt nochmal hier ein ein Teil aus vergangenen Zeiten mit ausziehbarer Antenne. Zack. Ja, erinnert so ein bisschen an das Nokia Werkzeugtelefon, ja, womit man auch Fliesen legen konnte und zerstören. Das ist das Satellitentelefon. Man kann dann die Antenne hier ausholen. Und dann so ans Ohr halten, so dass die Antenne nach oben zeigt. Wichtig, dass die Antenne über dem freien Himmel ist. Dann sieht man hier noch so eine Kabel. Das ist die externe Antenne. Warm, so ein Teil. Das, wenn ich dann das Ding brauche, kommt das Kabel an den Stecker und wird dann hier mit dem Schlepptop verbunden. Ja, dann versuche ich das jetzt mal hier reinzustecken. Ja. Wie gesagt, Technik, vergangene Zeit. So, man hat es gehört. Und dann hört man hier unseren Dialog. Und Outbox. Outbox, Inbox. Dann hier Telefonstatus und Status des Netzes. Empfangsnetz, ja, ganz normales Laptop. Wir benutzen es im Boot, nicht außen. So ein Panasonic DAF-Book wäre schön. Kostet das Fünffache und geht auch kaputt. Ja, und dann hat man dann ja, die ganzen Adressen von Freunden, Adressen, Notadressen, die man ja, dann wie zum Beispiel MMLC geben, dann Transmedical Telefonnummer und Pantenius, die Versicherung, 24/7 Notrufzentrale und so Sachen. Das ist dann alles hier drin eingespeichert. Dass er im Falle, wenn irgendwas sein sollte, ich dann anrufen kann. Und natürlich nicht vergessen, es gibt ja noch diese Antipiraterie-Nummer von der UKMEO, Watchkeepers. Da kann ich dann auch jederzeit anrufen und Vorfall oder Notruf oder was auch immer melden. Dann schicken sie dann Hubschrauber oder ein U-Boot. Ja, und dann wird das dann quasi gemeldet. Ansonsten melde ich jeden meinen Tag meine Positionen. Moment, ich muss mal erstmal, weil ab 40 geht's ab, ne? Brille anziehen, so, sonst bin ich hier blind auf dem Teil. Und kann ich euch zeigen. Kann ich euch zeigen,
tägliche Position, jeden Tag gesendet, seit man unterwegs ist. Und dann mit allen Daten dann, ja, was für ein Boot, Callsign, MMCI-Nummer, Position, Kurs, Speed, wie man segelt, eine Person, welcher Herkunft, Next Board und dann, wo sie mich tracken könnten, Telefonnummer von dem Mörderknochen hier und was Nettes zum Schluss. Und da bin ich verpflichtet, jeden Tag um 8 Uhr UTC, das ist hier Ortszeit 13 Uhr, bin ja noch 5 Stunden von Greenwich Zeit entfernt, dann so einen Bericht zu senden. Und dann das alles in Ordnung. Sollte irgendwas nicht in Ordnung sein, sollte ich irgendwas entdeckt haben, kann ich das natürlich denunzieren. Ja, aber ich bin ja nicht irgendwie. Da kommen ab und zu mal Fischerboote, die wollen dann mehr Fisch andrehen und dann kippen, aber wenn ich alleine segle, will ich, dann meide ich eher den Kontakt. Ja, wenn ich irgendwo in der Bucht bin, dann ja, aber hier unterwegs, dann meide ich eher den Kontakt. Es reicht nur, wenn einer an Bord kommt, habe ich ein Problem. Und alle Sachen sind ja schön mit Ballistol gepflegt worden und bereit, aber was nicht sein muss, muss nicht sein. Ja, also so viel dazu. So sieht es hier aus, die mediale Operationszentrale. Ja, Schlepptop, der Mörderknochen, Maus, dann nochmal Handy im Computer, dann nochmal ein Handy, Telefonnummern, die alle im Mörderknochen eingespeichert sind, Antennen und dann hier noch die Funke. Auf der Funke wird mir jetzt gerade gezeigt, dass sich irgendwas nähert. Also mit dem AIS, da kann ich ja mal gucken, was das für ein Spinner wieder ist. Ja, da gehe ich auf Range und dann gehe ich auf Liste. So, und dann zeigt er mir an, Imula 0915, also 0915. Ja, dann nicht ein 0815, die haben hier 0915. Und dann kann ich hier auf Info gehen. Da, hier, Info. Oh, Adam macht noch den Fingernägel sauber. Dreck, so. Und dann zack. Und dann zeigt er mir, was das ist. Ja, es ist Single Net Number 2. Es ist 4,8 Meilen entfernt. Und treibt. Ja, scheinbar ist es ein Netz und es treibt mit einem Knoten. Mehr oder weniger in meine Richtung. Man kann es gut erkennen, dass es ein Netz ist bei dieser Geschwindigkeit. Dann die vielen schlauen Computer auf der Wixen sagen mir, dass wir eine Strömung von 1,6 haben, also nur das reine Wasser, von der gleichen Richtung wie das benannte Netz. Ein Netz hat ja immer ein bisschen mehr Widerstand wie das normale Wasser. Dann wird es hinkommen. Also muss ich mir keine Sorgen machen. Es ist schon quasi mehr oder weniger hinter mir. Ich werde da wohl nicht reinkrachen. Gut, und es ist ja noch 5 Meilen entfernt fast. Und die Entfernung wächst. Jetzt haben wir 4,9 Meilen. Ja, so Sachen gibt es zu achten. Gut. Ja, jetzt wisst ihr ungefähr, wie das funktioniert mit der modernen Technik. der Mörderknochen braucht manchmal 5 Vorgänge, bis er irgendwas geschickt hat oder gar empfangen hat. Aber es funktioniert. Eine SMS zu schreiben dauert so um die 10 Minuten, wie bei den alten Nokias aus den 90er Jahren. Oder Ericssons oder wie auch immer. Ja. Gut, so viel dazu. Ja, die Wixen segelt gerade ein bisschen gut. Gerade ein bisschen Wind.
8,6 Knoten Wind. Sie macht dann 4,5 Knoten Fahrt. Wir haben eine leichte Schräglage von nicht ganz 10 Grad. Gut. Und man sieht hier an den zwei Mandolins, ja, die hängen ein bisschen in der Luft. Aber na gut. Ich bin mehr als zufrieden. So, jetzt sagt der Autopilot, Problem. Weiter geht's. Manchmal macht er das. Und zickt da halt ab und zu rum, wie gesagt. Hier, ne? Da. Ja, nehmt euch in Acht und guckt, dass ihr den Scheiß besser macht. Wenn ihr schon dann Preise von VW Golf verlangt für den Scheiß. Gut. Manchmal macht das auch mitten in der Nacht. Ja, aber okay. Ist so. Da hat er wohl irgendwie ein kurzes Problem. Und dann macht er das. Und man kann Technik. Technik, solange sie funktioniert, aber dass sie rumzickt, das ist wohl überall so. Gut, jetzt sehe ich ja 70 Minuten hier, mein Bier wird warm. Gut, dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und okidoki. Wir haben jetzt Mittwoch sind wir los, Donnerstag, Freitag, Samstag, drei Tage und wir haben so um die 250 Seemeilen gemacht. Ja, wo kein Wind ist, da ist auch kein Vorwärtskommen. Aber egal, hab ja Zeit. Gut, und ich will den Motor nicht so viel laufen lassen. Hier gibt es noch keine Piraten, hier gibt es noch nichts soweit. Das werde ich mir dann an der somalischen, omanischen Küste dann ein bisschen anders machen. Dann, ja, da werde ich jetzt nicht so dümpeln, sondern da wird es ein bisschen mehr Gas geben müssen. Aber okay. Gut, weiter geht's. Gut, jetzt aber. Tschüss, bis bald.